Hey, hey, meine positiven Freunde, mein Name lautet Danny Burnage. Willkommen zu meinem ersten Call of Duty, was ich jemals gespielt habe. Modern Warfare 2 nennt sich das Ganze, das war mein allererstes Call of Duty, was ich jemals in meine Xbox gelegt habe. Call of Duty 4 habe ich davon nicht gespielt. Und wo wir schon bei Call of Duty 4 sind, die Server sind zu. Man kann Call of Duty 4 nicht mehr online spielen, außer durch eigene Server, aber nicht mehr offiziell online spielen, weil es sich einfach nicht mehr für die Entwickler lohnt, wenn das Spiel zu alt ist. Und ja, dasselbe wird früher oder später mit Modern Warfare 2 auch passieren. Deswegen habe ich mich entschieden, ein paar Live-Commentaries hier in Modern Warfare 2 zu machen. Hier spiele ich mit der Famas, meine absolute Lieblingswaffe in COD. Modern Warfare 2. Nicht wundern, ich habe Kommando gerade dabei, um euch dieses Perk zu zeigen. Um euch zu zeigen, wie OP das ist. Und wir spielen auf Bailout, was eine Map aus dem Map Pack war. Diese Map war ziemlich cool, mir hat sie gefallen. Viele Maps haben mir aus dem Map Pack nicht gefallen. Und der Gegner führt mit ungefähr 50 Punkte. Sind Eike. Und da haben wir schon unseren ersten Kill. Ich weiß nicht, was er da zu suchen hatte. Aber ich kann ja gerne mal seine Waffe aufheben. Und er hat eine ACR, ich meine eine AC-130 oben. Das war einer der Sachen, die dieses Spiel so richtig berühmt gemacht haben. Und, boah, das ist die geilste Waffe der Welt. Die sieht so geil aus, Alter. Die sieht richtig geil aus. Zieht euch die mal rein, wie ihr nachlädt. Zieht euch die mal rein. Ich will unbedingt damit einen Kill bekommen. Ich muss hier vorsichtig umgehen. Na, verdammt. Okay, ich konnte damit nichts machen, leider. Dieses Spiel ist sowieso quasi verloren. Oder wisst ihr was? Lasst uns doch noch versuchen zu gewinnen. Lasst uns doch versuchen zu gewinnen. Ich nehme mal die AC aus Spaß, um euch ein paar Waffen zu zeigen hier. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Ich meine, wieso nicht? Wenn wir gewinnen, dann ist es geil. Wenn wir nicht gewinnen, ist es scheiße. Aber auch nicht so schlimm. Wir nehmen mal seine Waffe aus. Er hat auch die Famas mit einem... Er hat wahrscheinlich die Standardklasse gewählt, obwohl die eigentlich keine Farbe auf sich hat. Hier, wie nennt man das? Gott, ich habe den Namen vergessen. Ich habe gerade einen Blackout. Ist auch gar nicht so schlimm, denn wir befinden uns hier oben. Das ist ein ziemlich guter Camper-Spot eigentlich, weil hier unten so viele Leute einfach spawnen. Und das liebe ich an dieser Waffe. Wir haben übrigens eine Aufklärungsdrohne. Und wir versuchen, dieses Spiel hier noch zu gewinnen. Da unten, von unten kommt einer mit seiner besten Waffe der Welt. Ich habe leider noch keine Killstreaks, weil das ein neuer Account ist. Und ich glaube, von unten müsste gleich einer kommen. Der hat allerdings den YouTube und geht da nach hinten hin. Nein, 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 nicht, nicht, nicht ab. Oh mein Gott, warte. Ich habe so Angst hier in Modern Warfare 2, dass sie mit den YouTube schießen. Das ist unglaublich. Oh, Bitch! Oh! Oh mein Gott, ich hab doch Leben! Ich kann aufholen! Ah! Das ist so anstrengend, das zu spielen. Okay, wo seid ihr, wo seid ihr, wo seid ihr, wo seid ihr? Da unten spawnt einer, der will seine Vorräte holen. Aber wir holen unsere Predator raus. Das ist das, was ich gerne sehen will. Wo ist er? Keine Ahnung, wir töten erstmal den... Nein! Nein! Oh doch, wir haben jemanden bekommen! Ich weiß zwar nicht, ich hab keinen gesehen! Oh mein Gott. Wenn wir das schaffen, Leute, dann lecke ich euch die Füße und das wörtlich. Gibt's zu euch, gefällt's. Euch gefällt das. Genauso wie mir. Okay, da unten ist einer, der hat den gerade gekillt. Willst du nicht herkommen, mir den Kill geben, mein Freund? Ich werfe mal eine Semtex hin, damit er gezwungen wird, rauszugehen. Nein! Er wurde nicht mal gekillt! Was? Dann hole ich mir halt so. Ah! Was? Nein! Oh nee, die M16, auch eine richtig geile Waffe hier im Game. Ist auch so ähnlich wie die Famas, aber die Famas war immer besser. Obwohl die M16 auch sehr, sehr gut war. Oh nein, nein, oh, Glück gehabt. Okay, das war ja, muss ich ein bisschen sagen, ein bisschen Glück auch. Ich will nämlich meine Vorräte hier bekommen. Eine Konterdrohne, die immer unterschätzt wird. Allerdings sehr, sehr gut ist. Da kommt einer, habe ich gesehen, da er da eine Blendgranate reingeworfen hat. Oder auch von rechts, verdammter Mist. Vor uns war aber auch einer. Das habe ich an der Blendgranate gesehen. Und leider haben wir den nicht bekommen. Ja, jetzt haben wir ihn bekommen. Das ist sehr, sehr gut. Diese Warmas ist übrigens richtig OP. Genauso wie die OP. Aber ich sehe keinen Grund, keine OP-Waffen zu nehmen. Und die M16, ja, weiß nicht, viele, viele Waffen sind hier OP. Vor allem Famas mit Rückungsvisier. Ich meine, der war gerade mit einer Schrotflinte neben mir und hat es nicht geschafft, mich zu killen. Das macht er auch extra. Er nimmt die Sniper, damit er harmlos aussieht und alle denken, oh, ist nur ein Sniper. Er kann uns eh nichts antun. Und wir haben den Kill bekommen. Das bedeutet also, wir können das Spiel sogar noch umdrehen. Ich kann es nicht glauben, Leute. Ich bin gerade extrem sprachlos. Wenn wir dieses Spiel hier umdrehen. Nein, er hat einen Hubschrauberschützen. Verdammt. Er ist hier gespawnt. Oh Gott, diese Spawns hier in MW2. Aber gut, die haben sich ja im Laufe der Jahre ja nicht gerade verbessert. Oh, mein Freund, du musst sterben. Du kommst hier nicht hoch in meine Gegend. Das ist richtig, mein Freund. Und wir werden erstmal mit der Predator-Rakete, wenn das klappt, dann keiner, da küsse ich euch richtig, Alter, diesen Hubschrauberschützen wegbekommen. Komm schon. Wo ist er, wo ist er? Da ist er. Komm her. Das ist richtig, Bitch. Oh Gott, das war so episch, Alter, damals. Ey, ohne Scheiß, das habe ich immer gemacht. Da ist einer. Komm her. Danke, vielen Kill.
Der erste hat immer noch keine Kills. Er ist bei 1200. Stop! Er bekommt mich einfach nicht. Gott, ist das scheiße, Alter. Mama mia, Picabella, wie start's hier? Oh, da ist er schon wieder. Guck mal, jetzt kommt er wieder mit seinem... Nice! Mach weiter so! Läuft bei ihm. Er ist der Beste ever. Verdammt. Jetzt wird's knapp, muss ich sagen. Gib mir... Ah, ich nehme lieber diesen Sniper. Ich überschätze mich mal lieber nicht. Da ist er wieder. Der beste Typ, der im ganzen Spiel. Weiter so. Läuft bei dir, mein Freund. Läuft bei dir. Okay, gib mir ein... Die, auch, die kommt von unten, glaube ich. Oder so, keine Ahnung. Ich glaube, die sind... Ich weiß nicht genau, wo die sind gerade. Ich habe meine Granate nach unten. Komm schon, ich will dieses Spiel gewinnen. Oh mein Gott, ich will dieses Spiel gewinnen, bitte. Mann, oh mein Gott, Mama mia. Ah! Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, ich hab dieselben Kills wie er. Oh mein Gott, das habe ich noch nie geschafft, so einen so aufzuholen. Alter Schwede. Ja, ich hab hier aufgeholt von den Kills. Oh mein Gott, ich weiß nicht wie. Ich campe hier nur rum. Ah nein, er hat die Pille. Er hat die Pille. Oh nein, er hat zwei Kills. Gib mir einen Kill. Gib mir einen Kill. Ja! Wir haben gewonnen. High five. Das ist der Sound. Oh mein Gott. Das ist genau der Sound. Alter Schwede, wir haben noch aufgeholt. Spult mal kurz zurück und schaut mal bitte nach. Wie viel Kills er hatte. Ich glaube, das waren 16 oder sowas, ne? Alter Schwede, war das krass. Wisst ihr was? Wir machen gleich noch ein Live-Commentary, gleich hinten dran, weil das so krass war gerade. Wir spielen auf Favela. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnern könnt, aber ich habe ja Favela in COD Ghost gezockt. Die gibt es ja mittlerweile auch dort. Das ist ja ein Remake. Jetzt kann ich euch die Map gerne mal hier zeigen. Die ist sehr, sehr populär auch hier gewesen. Allerdings, wenn die Lobby abkackt, dann mache ich keinen. Dann suche ich dich nochmal wahrscheinlich. Weil ich das jetzt wirklich nur tue wegen Favela. Ich will euch die Map gerne zeigen. Aber ich denke, die Leute bleiben drin. Es sei denn, der Host verlässt das Spiel. Denn dieses Host-System ist hier nicht gerade das Beste. Muss man hier wirklich zugeben. Und wir haben hier die Farmers immer noch nicht mit Druckpunktvisier freigeschaltet. Was ziemlich schade ist. Was brauche ich dazu? Meisterschütze 1, Meisterschütze 2. Okay, wir müssen warten. Wie gesagt, hier die drei Schuss betrieben. Und das sind die halt. Man konnte für jede Waffe eine Herausforderung machen. Das war sehr, sehr geil. Und wir nehmen dieses Mal auch Spaß mal eine andere Waffe. Ich nehme mal die UMP. Das war eine sehr überpowerte Waffe auch. Mit der Schrotflinte hier. Das war auch eine sehr, sehr überpowerte Schrotflinte. Fast alles war hier eigentlich überpowered. Das macht eigentlich quasi hier schon nicht mehr überpowered. Alles, keine Ahnung. Wir nehmen Feuerkraft mit. Und ich habe nicht gemessert. Ja, ich nehme mal Kommando mit, um euch das mal zu zeigen. Aber ich persönlich finde, ich messe einfach nie. Ich habe Kommando auch nie benutzt, aber es war total überpowered. Vor allem, ich spiele auch auf der Taktiksteuerung. Und für mich ist es immer sehr, sehr umständlich, auf B zu steuern, weil ich immer von dem Stick dann loslassen muss. Vor allem, ich hole mir jetzt einen Scuff-Controller. Ich habe sie angeschrieben, damit ich ihn kostenlos bekomme. Für Xbox One. Dann mache ich ein Review davon. Dann zeige ich euch, was ein Scuff-Controller wirklich so drauf hat. Denn es ist wirklich geil, einen zu haben. Dann kann man einfach hier immer auf die Tasten drücken. Und ich bin sehr, sehr aufgeregt. Und ich hoffe, ich werde einen bekommen. Aber ich denke mal schon. Wir spielen hier mit der UMP auf Favela. Ihr seht schon die Farben. Sahen relativ anders aus. Hier wurde eine Claymore platziert, das habe ich gehört. Ich schieße einfach mal, auch wenn er jetzt weiß, dass ich hier bin. Und ich habe ihn gesehen, mein Freund. Ich habe dich gesehen, mein Freund. Du wirst mir nicht abhauen. So, vielen Dank für den Kill. Habe ich, hier. Steht ein Nachladen dabei, oder was? Wie nennt man das nochmal hier? Habe ich schon total vergessen. Oh Gott, ist das schon lange her, dass ich dieses COD hier gespielt habe. Aber immer noch wie damals. Nein, nein, ich habe ihn nicht bekommen. Das Problem bei mir ist oftmals, ich zähle die Hitmark. Oh, was zum Teufel? Ja, ihr seht schon, es ist, oh Gott. Unglaublich, also das ist ein bisschen OP hier in dem Game. Aber es geht so und wir werden jetzt einfach weiterhin spielen. Ganz normal, so wie vorhin. Auch wenn ich nicht denke, dass das Spiel so gut sein wird wie davor. Vielen Dank. Ah, die M16, wollte ich euch ja zeigen. Bitte, bitte gib mir die M16, ohne dass ich sterbe. Bitte, gib bitte. Ja, gib vielen Dank. Die ist auch ziemlich OP, wie fast alles hier, wie gesagt. Da ist einer, der hat die Claymore hier gelegt. Ich hab das gehört, mein Freund. Ich hab das Ah, ja, okay. Das war übrigens einer, ich glaube ein Sniper mit Kommando sogar. Ich bin mir nicht ganz sicher. Und wir gehen jetzt an einen sehr, sehr bekannten Ort. Da oben, da chillt hier ein... Oh, die SKH, auch eine übel geile Waffe. Schaut euch mal, wie präzise die war. Oh mein Gott, so präzise die Waffe. Und den YouTube, jetzt kommt. Jetzt kommt der beste Moment in meinem ganzen Live-Commentary. Seid ihr aufgeregt? Genauso wie ich. Ich hoffe, ihr seid es. Denn jetzt. Verzieht euch das mal rein. Ah, verdammt, schade. Ich dachte, wir kriegen einen Kill. Und da ist oben einer hingegangen, falls ich mich nicht... Nein, was? Was?
Von wo kommst du denn, mein Freund? Von wo kommst du denn? Ich hoffe, ich werde gewinnen. Das wäre richtig geil. Aber ich habe es lange, lange nicht mehr gezockt. Da kommt einer hoch. Beziehungsweise hier hat jemand eine Claymore gelegt. Guten Tag, mein Freund. Ah, ich wurde von der Sniper weggeholt. Snipern macht hier übrigens sehr, sehr viel Spaß. Das Snipern hier war auch sehr, sehr stark, muss man dazu sagen. Und die OMP mit Schallnipper ist quasi einer der besten. Also die OMP mit Schallnipper, ich glaube, die Waffe, die am meisten genutzt wurde mit der Farmers. Und der hat ja... Was? Was? Was zum Teufel? Wie hat er das gemacht? Oh mein Gott. Ich bin da so überpowered. Hier befindet sich 100%. Hier einmal schön springen. Guck mal, was der macht. Hier. Boom, Bitch. Oh, daneben, verdammt. Bam. Bam. Stirb, Missgeburt. Das ist richtig. Ich glaube, gleich kommt einer hoch. Oder das war neben meiner eigenen, ne? Ich bräuchte mal Ninja. Das wäre das Wichtigste. Ohne Scheiß. Mit Ninja ist das Spielen hier OP. Hier ist es richtig OP mit Ninja, weil ihr einfach jeden Schritt hört. Im Moment höre ich auch meine eigenen Schritte. Ja, ich dachte, er killt mich jetzt, weil er DM16 hat. Eigentlich, wenn er ein guter Spieler gewesen wäre, hätte er mich definitiv bekommen. Ist er aber leider anscheinend doch nicht. Und ich führe gerade mit 11 Kills, das sehe ich hier unten. Weil, wie gesagt, ein Kill sind 50 Punkte. Aber das ist ja auch so in den heutigen Call of Duty ja nicht anders. Und der campt hier rum. Und ja, Leute, das ist eine eigentlich Nahkampfgewehrwaffe, eine Maschinenpistole, die eigentlich nicht auf Fernkampf gut sein sollte. Und hier wurde ich das erste Mal von der Claymore erledigt. Die Claymores waren sehr, sehr überpowered auch damals. Wirklich sehr, sehr überpowered. Nur damals wussten die Leute auch noch, wie man sie richtig legt. Heutzutage anscheinend nicht mehr. Und der Camper hat mich wieder weggeholt. Die campen hier extrem, muss man dazu sagen. Ich hatte sogar einen Heim. Und der rennt einfach über die Map. Lalalalala. Bitte kann mich bitte jemand töten. Und diesen Heinz, den ihr da jetzt oben seht gerade, der ist nicht so stark. Also ihr seht, der ist gar nicht so stark. Er kann schon ein paar Kills machen ab und zu mal, aber so stark ist er nicht. Und wir werden einmal den wegholen. Vielen Dank. Einmal die Drohne aktivieren. Das ist das, was ich gerne sehen will, wenn ich die Spiele hier spiele. Einmal rüberspringen. Wie gesagt, das ist genau dieselbe Map wie in COD Ghost. Es ist ein Remake, nur dass in COD Ghost die Farben ein bisschen besser sind. Allerdings muss ich sagen, dass einfach dieses Feeling von Modern Warfare 2 in Favela niemals in Ghost da sein wird, leider, muss man dazu sagen. Aber das ist auch gar nicht so schlimm. Denn diese Map ist sehr, sehr gut. Und ich werde angegriffen irgendwo. Was? Ah, ich dachte, ich bekomme ihn noch. Gut, wir haben Vorräte. Wir verstecken uns mal lieber irgendwo, bevor unsere Vorräte jetzt geklaut werden. Und dass der A230 oder ist. Keine Ahnung, was es sein wird. Ich verstecke mich mal lieber hier. Was ist es? Nein. Oh, gut. Payflow. Überpowered. OP. Richtig OP. Also wirklich, eins der OP-sten Sachen hier. Modern Warfare 2. Verdammt, es wurde weggeholt, aber kein Problem. Ich hole meine Aufklärungsdrohne raus. Und sobald der Hubschrauber da oben weg ist, werde ich meinen Payflow rausholen. Und ich denke, der Moment ist auch gleich gekommen. Der Typ campt da oben immer noch. Nein! Ich wusste es. Aber schaut euch mal an, wie viel Kills der macht. Das Spiel ist quasi schon gewonnen. Das Spiel ist quasi schon gewonnen, meine Damen und Herren. So, der Payflow macht seine Kills. Das ist das, was ich sehen will. Ganz genau. Und wir haben das Spiel auch gleich gewonnen. Oh, okay, unsere Aufklärungsdrohne ist immer noch oben. Hier haben, wie gesagt, nicht so viele Leute. Eiskalt, gib mir deine M16, damit ich den Leuten zeigen kann, wie man mit der M16 spielt. Da ist einer, der kämpft das stundenlang schon. Ah, der wurde jetzt weggeholt. Gut, wenn der Paper oben ist, kann man natürlich verstehen, dass er hier campen will. Obwohl, ja, schaut euch das mal an. OP bist du mir nicht, weil der Payflow OP, wirklich. Richtig OP, also schaut euch das mal an. Ich brauche nichts zu machen, ich kann mich hinlegen. Der Payflow macht seine Arbeit selber. Payflow, kannst du dich bitte ein bisschen zurückhalten? Und hier müsste auch einer sein. Ich wette, hier unten ist einer. Hundertprozentig. Ja, ich liege definitiv mal wieder falsch, wie eigentlich jedes Mal in meinem Leben. Oh nein, gib mir die Kill, gib mir die Kill. Ah, verdammt, der campt da oben gerade rum. Ich werfe eine Granate dahin. Ah, ich kann gut werfen, definitiv. Ich bin der beste Granatenwerfer ever. Ich bin der beste ever. Der beste COD-Spieler ever. Okay, nicht wirklich. Es gibt bessere als mich, aber ich würde mich als relativ gut einschätzen. Vor allem in dem Spiel. Obwohl man sagen muss, Leute, das Spiel ist nicht gerade schwer. Schaut euch mal an, was er macht. Ich weiß nicht, was er genau macht. Keine Ahnung, fragt mich nicht. Wenn ihr mir sagen könnt, was er da macht. Jetzt hat er sogar ein Heli draußen. Kann sich kein besseren leisten. Kann sich leider kein Payflow leisten. Er hat mich aber trotzdem weggeholt. Nicht schlecht, muss ich hier wirklich gestehen. Denn ich bin es eigentlich nicht so gewohnt von diesem Heli, dass er Kills macht. Aber, ob ich jetzt sterbe, ja, seht ihr. Ah, oh, jetzt hat, ah, okay, das war er. Der hat mich bekommen. Ich nehme jetzt die Pistole, weil ich die Gegner disrespektiere. Seht ihr, wie ich die Gegner disrespektiere? Ich zeige den Gegnern keinen Respekt und schaut euch das mal an. Hier, nimm das. Viel Spaß damit. Oh, ich habe keinen Kill gemacht. Nein!
Nein! Ich war da. Was? Nimm das. Das ist richtig, Bitch. Hier könnte man auch übrigens noch sehr gut über die Map schießen. Und dieser Typ mit 14 Seile, ne, ist ja eigentlich kein schlechter Score, aber der hat nur gekämpft. Nur gekämpft. Deswegen hat er wenig Tode, aber auch wenig Kills. Also Campen bringt hier gar nichts. Das Einzige, was ihr machen könnt, so spielen wie ich, also immer schon rumrushen und so weiter und so fort. Ein neuer Titel für ihr Rufzeichen ist verfügbar. Krasser Mist, wir haben sogar die nächste Klasse schon erreicht. Ich guck mal kurz was. Wir haben Schnellfeuer für die Waffe, was wir allerdings nicht wollen. So, vielen Dank fürs Zuschauen bei meinem, seit langer, langer Zeit erstem Live-Commentary in Modern Warfare 2. Wenn es euch gefallen hat, bewertet das Video mit einem Daumen nach oben. Da mache ich gerne mehr von Modern Warfare 2 Live-Commentaries. Und schreibt mir in die Kommentare, was euer erstes COD war. Das würde mich sehr interessieren. Ich hoffe, es war auch ein W2. Dann haben wir was gemeinsam. Ne? Genau. Und genau. Dann werde ich dich im nächsten Video wiedersehen. Und sage wie immer nur noch 3, 2, 1.